Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir, wieder mal mit dem GameMaker Crashkurs. Und nachdem wir im letzten Video ja die Steuerung erweitert hatten und umgeschrieben haben, haben wir ja auch versucht, Wände einzubauen. Und das sieht so aus, dass wir durch die Wände durchlaufen können. Was nicht optimal ist. Deswegen bauen wir heute eine Sache ein, die das verhindern soll. Durch die Wände durchlaufen. So. Und zwar machen wir das in dieser Steuerung. Und zwar folgendes. Schauen wir mal an. Wann würden wir denn in eine Wand reinlaufen? Oder wann würden wir generell in etwas reinlaufen, wo wir eigentlich nicht rein sollen, weil es halt da ist und wir sollen nicht drüber laufen? Das gilt ja nicht ausschließlich für Wände. Naja, zum Glück gibt uns GameMaker hier eine ziemlich einfache Möglichkeit, und zwar, wir können prüfen, ob ein Platz frei ist. Ja, wir können prüfen, ob ein Platz frei ist. Und das machen wir folgendermaßen. If und dann place free. Können wir prüfen, ob ein Platz hier bei x und y frei ist. So. Und jetzt prüfen wir erstmal nur nach oben und unten. Also x ist gleich, weil wenn wir x hier was anderes als das x von dem Objekt hier nehmen würden, dann würden wir nach links und rechts prüfen. Und y ist gleich y plus und dann V-Speed. Weil V-Speed ist ja das, ist ja die Geschwindigkeit in vertikale Richtung, also oben und unten. Und wenn wir das dann auf y draufrechnen, was haben wir dann? Naja, die neue y-Position, die wir hätten, wenn wir hier V-Speed halt draufrechnen. Und wenn diese Position frei ist, dann ist alles okay. Aber wenn diese Position nicht frei ist, das kriegen wir mit einem Not. Wenn die nicht frei ist, was passiert dann? Naja, dann können wir uns nicht nach unten oder oben bewegen. Das bedeutet, die Geschwindigkeit in diese Richtung wird gleich 0 gesetzt. Und wenn wir das so machen, einmal ausführen, warten wir hier kurz, bis das ganze Teil fertig mit Programm erstellen ist. Und wenn wir das so haben, dann können wir hier zwar noch nach links und rechts, aber wir können auch nach oben und unten. So, woran liegt das jetzt schon wieder? Das ist ja ziemlich komisch eigentlich, weil eigentlich haben wir ja gefragt, ob wir denn da lang gehen können oder nicht. Und eigentlich sollen wir hier ja nicht lang gehen. Warum können wir da doch lang? Das liegt an folgender Sache. Wir müssen diesen einzelnen Objekten sagen, ob man durchgehen kann quasi oder nicht. Und das machen wir mit diesem Häkchen Solid. Und wie wir sehen, bei dieser Wand ist das Häkchen Solid nicht drin. Das heißt, Wände sind quasi so da, ach ja, könnt ihr alle über mich drüber laufen, macht mir nichts. Aber wenn die Wände hier solid sind, dann sagen sie, nee, nee, hier kommst du nicht lang, hier ist eine Wand, hast du Pech gehabt. Und wenn wir das so machen, mit dem Häkchen solid drin, dann warten wir jetzt wieder und wir werden dann gleich hier sehen, wir können immer noch nach links und rechts durch, aber oben und unten ist jetzt auf einmal nichts mehr zu machen. Da können wir also nicht durch. So, und das gleiche machen wir jetzt am besten noch mit links und rechts. Das ist ziemlich einfach. Hier dann einfach nicht x und y plus V-Speed, sondern x plus H-Speed und y. Und was ändern wir dann? Naja, H-Speed, weil wir uns dann nicht mehr in die horizontale Richtung bewegen können. Und mit dieser kleinen Änderung können wir uns jetzt auch nicht mehr nach links und rechts durch Wände bewegen. Das heißt, wenn ich das jetzt mal hier habe, nach oben und unten geht ja eh nicht mehr, aber nach rechts und nach links geht jetzt auch nicht mehr. Gut, damit haben wir also diese Begrenzung eingebaut. Und das war es dann auch wieder mit diesem Video, zumindest fast, weil ich möchte diese Kollisionsvermeidung
weil das ist ja eine Vermeidung einer Kollision mit einer Wand zum Beispiel, die möchte ich in ein anderes Script reintun, weil die soll ja zum Beispiel nicht nur für den Spieler gelten, sondern etwa auch für den Gegner. Wenn der Gegner zum Beispiel sich irgendwo hinbewegen will, dann sollte ja auch nicht in eine Wand laufen können später. Dementsprechend das kopieren und das in ein neues Script reintun. Create Script, das nenne ich Kollisionsvermeidung. Und da kommt dann das hier rein. Okay, aus der Steuerung kommt das dann raus, was natürlich zur Folge hat, dass wir hier im Spieler wieder durch Wände durchlaufen können. Wenn wir das einmal kurz anschauen, weil wir haben in dem Script das nicht mehr drinstehen, das heißt, es wirkt auch nicht mehr. Aber das können wir ganz leicht wieder reintun, und zwar hier im Spieler nochmal ein Execute Script. So, und jetzt hier dann halt Kollisionsvermeidung. Okay, und dann wird diese Kollisionsvermeidung wieder ausgeführt und es wirkt so, als hätten wir hier überhaupt nichts geändert. Also wieder probieren und nach unten und oben kann ich nicht mehr durch und nach links und nach rechts natürlich auch nicht mehr. Die Level funktionieren wie gehabt und das Spiel hat jetzt eine vernünftige Wandabfrage und ja. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Ich hoffe, man hat alles verstehen können, sonst einfach nachfragen. Und bis zum nächsten Mal.